Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf Techer Production. Heute im Test das Viju VM50 Studio Mikrofon. Wie das Mikrofon in meinem Test abgeschnitten hat, erfahrt ihr wie immer nach dem Intro. Ich wünsche euch viel Spaß. Vorab sei gesagt, dass mir das Mikrofon freundlicherweise von Viju zur Verfügung gestellt wurde. Meine Meinung und das resultierende Fazit werden jedoch nicht beeinflusst. Kommen wir wie immer zum Lieferumfang. Geliefert kommt das VM50 in einem schicken Karton, wie üblich mit einigen Infos zum Produkt. Im Inneren befindet sich dann ein USB-C auf USB-A Kabel mit einer Länge von 2 Meter, die Bedienungsanleitung, ein Popschutz, welcher schon vormontiert ist, und zum Schluss das Mikrofon selbst. Eine Treiber-CD oder ähnliches werden zum Glück nicht mehr mitgeliefert. Nun zum Spannendsten, und das sind die technischen Daten des VM50. Viju verbaut hier eine Niere, die einen Frequenzgang von 20 Hz bis 20 kHz hat. Die maximale Abtastrate beträgt 96 kHz und das bei 24 Bit. Der maximale Schalldruck liegt bei 110 Dezibel, was in Ordnung ist. Bei den Anschlüssen sieht es wie folgt aus. Auf der Unterseite befindet sich der USB-C-Anschluss sowie eine 3,5 mm Klinkenbuchse, um einen Kopfhörer anschließen zu können. Vor Kopf hat man dann den Lautstärkeregler, welcher zugleich eine Mute-Funktion besitzt, indem man den Pulti reindrückt. Damit man auf Anhieb erkennen kann, ob das Mikrofon gestummt ist, wird der Schriftzug rot. Tja, und nun zum Wichtigsten, und das ist der Klang. Ich habe hier mal meine Gitarre abgenommen, setzt euch also Kopfhörer auf, damit ihr die volle Klangqualität hören könnt. Die Reise war lang, so viel gesehen, doch kam ich nirgendwo an. So viel Versuch gekämpft, tausend Menschen getroffen, und manche verflucht und mit manchen gesoffen. Vieles habe ich verändert, bin durchs Leben getaumelt, ohne Geländer. So oft gestrandet, so oft geblendet, vieles ausprobiert, am Ende sicher gelandet, sicher gelandet. Was soll ich sagen? Ich bin echt begeistert von dem VM50. Sowohl akustische Instrumente als auch Gesang nimmt das Mikro sehr neutral auf. Mit neutral meine ich, dass gewisse Frequenzen nicht bewusst angehoben wurden, um eventuell mehr Volumen bei Sprache zu generieren oder umgekehrt. Die Audiospuren wurden nicht bearbeitet, nur ein Hall wurde darüber gelegt, damit die Stimme und Gitarre mehr Breite bekommen. Zur Verarbeitungsqualität kann ich sagen, dass das VM50 sehr hochwertig aussieht, da es komplett aus Aluminium besteht. Sowohl das Mikro, die Spinne als auch der Standfuß wurden sauber verarbeitet. Leider besteht der Halter des Popschutzes aus Kunststoff, was ich nicht nachvollziehen kann, da der Rest auch in Alu gefertigt wurde. Nun zum Fazit. Das Viju VM50 kostet gerade mal 50 Euro und ist mehr als eine Empfehlung von mir. Wer keine etliche 100 Euro für Mikrofon und Hardware ausgeben möchte, kann sich echt mal über das VM50 Gedanken machen. Ich selbst habe das AKG C214 in Kombination mit einem DBX 286S plus Mischpult und komme fast am Ende bei 1000 Euro raus. Daher ist das VM50 echt ein Preis-Leistungssieger. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich wie immer über die 10 Likes sowie ein Abo freuen, da nach wie vor 70% meinen Kanal nicht abonniert haben, die meine Videos gucken. Habt dann noch einen schönen Tag, haut da rein, euer Tim, ciao ciao!